Hören Sie. Oh, und ohne Pantoffel. Bitte ziehen Sie Ihre Pantoffel an und gehen Sie vom Fenster weg. Meine Liebe, ich hoffe, es wird Ihnen nichts ausmachen, wenn ich Ihnen noch rasch das Programm für morgen vortrage. 8.30 Uhr Frühstück mit dem Botschafter. Um 9 Uhr fahren wir zu den Polinari-Automobilwerken, wo man Ihnen einen kleinen Wagen schenken wird. Danke. Welchen Sie nicht annehmen? Nein, danke. Sie nehmen die Grundsteinlegung vor. Rede wie am letzten Montag. Handelsbeziehung. Ja. 11.45 Uhr Rückfahrt und Ruhepause. Nein, das stimmt nicht. 11.45 Uhr Presseempfang. Anmutige Würde. Um 1.30 Uhr Mittagessen mit dem Außenminister. Sie werden ein weißes Kleid tragen mit einem Bukett Parma-Pfeilchen am Gürtel. 3.05 Uhr Übergabe einer Plakette. Danke. 4.10 Uhr Abnahme einer Parade der Karabinieri. Nein, 4.45 Uhr hierher zurück. Sehr erfreut. Uniform anlegen. Guten Abend. Ich bin internationalen. Hören Sie auf! Oh, bitte, bitte, bitte! Macht nichts, es ist nichts verschüttet. Gehen Sie bitte! Es sind die Nerven, Anne. Nehmen Sie sich zusammen. Ich will mich nicht zusammennehmen. Euer Hoheit. Ich hol Dr. Barnekow. Hoheit, schlafen Sie wirklich? Nein. Oh. Darf ich Eure königliche Hoheit einen Moment stören, ja? Ich schäme mich so, Dr. Barnekow. Ich habe plötzlich geweint. Sie muss morgen für den Presseempfang frisch und ausgeruht sein, Doktor. Keine Sorge, Doktor. Ich werde frisch und ausgeruht sein. Werde lächeln, Ansprachen halten, alle unsere Beziehungen verbessern. Es geht schon wieder los. Du geben Sie ihr schon etwas, bitte. Nein! Gräfin, machen Sie bitte Ihren Arm frei. Ganz ruhig. Was ist das? Etwas zum Einschlafen. Es wird Eure königliche Hoheit sogar ein klein wenig glücklich machen. Ein neues Mittel, ganz harmlos.